Im Fall um einen vermissten Jungen konnten Stefan Sindera und Martin Fuchs vor wenigen Minuten einen angeblichen Hellseher festnehmen. Dieser hat gegenüber den Eltern des Achtjährigen behauptet, etwas über dessen Aufenthaltsort zu wissen. Dafür will der Mann allerdings eine Gegenleistung. Herr Hagen oder Merlin oder wie immer Sie sich nennen wollen. Wow. Wir haben ihn ja angekündigt, ne? Das ist hier dieser Zauberer von Otz. Aber mehr Otz als Zauberer, oder? Ja. Mein Name ist Waldemar Hagenbrauk. Das ist ein Hellseher. Okay. Komisch, dass Sie uns nicht hell gesehen haben, ne? Dass wir kommen, dann wären Sie gar nicht hier. Aber andere Thema. Dann nehme ich so ein Verhör mit rein, ne? Ja. Alles klar. Okay. Wollen Sie bitte folgen, ja? Wenn es sein muss. Nehmen Sie auch Platz, wir kümmern uns gleich um Sie. Hm? Danke sehr. Mich fragst du, der läuft nicht ganz im Rhythmus. Ja, irre, ne? Das ist irre. Hallo. Guten Tag. Schönen Tag. Ich hatte Sie angerufen, weil mein Sohn nicht nach Hause gekommen ist. Da ist ja dieser Hellseher, der bei mir geklingelt hat. Der war das. Was war mit Ihrem Sohn? Der ist nicht von der Schule nach Hause gekommen. Und wir machen uns Sorgen. Und er hat doch bei uns geklingelt. Wir kennen uns ja schon, ne? Wir waren ja gerade bei Ihnen. Es gibt einen Unfall auf der Bonner Straße. Da wäre es gut, wenn ihr vor Ort wärt. Was Sie mit meinem Sohn gemacht haben. Dann sind wir raus. Pass auf, dass du hier nicht als Kröte verendest, nicht, dass der dich hier verzaubert. Ich kriege so nach dem Zahn. Da stimmt was nicht mit dem. Ja, ja. Kollegen, wie ist denn Ihr Name? Fiedler. Klar, bis später. Astrid. Astrid Fiedler. Fiedler. Ganz klar, Moment bitte, ja? Ja. Das werden wir schon sehen. Hast du gerade einen Moment Zeit? Ja, ich habe eine Frau mit einem vermissten Sohn. Ja, sicher. Okay. Frau Fiedler, kommen Sie bitte rein. Hallo. Guten Tag, nehmen Sie Platz. Ja, danke schön. Ich habe nur jetzt gerade vermisster Sohn gehört. Ja, und der Fiedler, Jonas. Frau Fiedler, haben Sie einmal einen Ausweisfach für mich? Ja, der ist nicht nach Hause gekommen. Ich mache mir so Sorgen. Das glaube ich Ihnen. Die Maßnahmen, die die Polizei trifft, wenn wir es mit vermissten Personen zu tun haben, hängen auch tatsächlich ein wenig davon ab, wie alt bzw. in was für einem physischen und psychischen Zustand die jeweilige Person ist. Bei Kindern, die sich in der Regel, ich meine jetzt wirklich kleinere Kinder, so sagen wir mal unter 10-Jährige, die sich in der Regel alleine nicht wirklich zu helfen wissen, fahren wir natürlich ganz andere Geschütze auf, als wenn ein 16-jähriger Teenie mal eine Nacht wegbleibt. Und dann können Sie mir auch direkt schildern, was geschehen ist. Also der Jonas ist nicht nach Hause gekommen? Nein, nicht wie sonst. Wann sonst? Normalerweise ein Teil des Schulwegs mit seinen Freunden und ein Teil alleine. Mhm. Und wenn was wäre, würde er sich auch irgendwie melden oder die Nachbarn. Aber nix, wir haben alles abtelefoniert und keine Meldung, nichts. Da haben wir sie angerufen, weil bei mir stand ein Typ vor der Tür, der hieß Waldemar, bezeichnet sich als weißes Auge und hat angeblich in seiner Kristallkugel, der ist Hellseher, gesehen, wo er sich befindet. Und das ist doch kein Zufall, oder? Das ist aber nicht der Typ, der gerade... Doch, genau, der ist das. Der sieht aus wie ein Zauberer. Und genau, warum sollte der jetzt gerade bei mir klingeln? Das ist ein Betrüger. Er war stimmt nicht. Der hat irgendwas mit dem Jungen gemacht. 2000 Euro wollte der haben. Ja. Nee, ich werde sofort einmal mit dem sprechen. Das ist natürlich, ja, was soll ich sagen, ich vermute jetzt auch tatsächlich, dass es in irgendeiner Form einen Zusammenhang zu der... Genau. Also natürlich. Also wenn Sie den mal bitte auf den Zahn fühlen, also ich finde das nicht mehr normal. Ja. Nee. Der war auch so penetrant, der hat überhaupt nicht aufgehört zu klingeln, ne? Ich hab dann einfach die Tür zu. Ich gehe mal kurz rüber, ja? Du musstest einmal bitte den Jonas Fiedler zur Fahndung ausschreiben. Auf jeden Fall, klar. Und die eingesetzten Kräfte hier einmal über Funk informieren. Mhm. Ich gebe dir auch ganz schnell ein Foto von dem Jungen, das hole ich einmal eben, damit die wissen, wie der aussieht, beziehungsweise du den beschreiben kannst. So, Frau Fiedler, ich brauche einmal ganz kurz das Foto. Wir schreiben den nämlich kurz zur Fahndung aus. Hier, bitte, dann kannst du ja mal... Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte meinen Sohn gerade zum Fußball fahren. Er hat mir was sehr Beunruhigendes erzählt. Komm, Schatz, du darfst dich ruhig trauen, dem Polizisten zu erzählen, was du gesehen hast. Mein Freund Jonas ist bei einer Frau in ein Auto gestiegen. Jonas? Jonas Fiedler? Ja. Guck mal, der hier? Ja. Ja, dann erzähl mal ganz wacker, was du alles gesehen hast. Also, bei einer Frau ins Auto gestiegen. Weißt du ungefähr, wo das war? Nein. Auf eurem Schulweg, oder? Wo ihr jeden Tag lang lauft. Ja. Ungefähr... Irgendwas Besonderes gerade an der Stelle, wo das passiert ist? Nee. Kannst du dich nicht erinnern. Okay, hast du denn vielleicht eine Idee noch oder eine Erinnerung, wie das Auto aussah, was das für ein Kennzeichen hat? Das sah silber aus und hat so ein komisches Yoga-Zeichen gehabt. Und am Ende waren am Kennzeichen zwei Fünfer. Zwei Fünfen? Hast du noch mehr vom Kennzeichen vielleicht gesehen? Mhm. Vielleicht, ob das aus Köln kommt, das Auto? Da steht ja dann manchmal so ein K vor. Nee. Das hast du nicht gesehen. Hast du die Frau gesehen, bei der er eingestiegen ist? Ja.
Könntest du die beschreiben? Ja, ist ein bisschen älter, hat blonde Haare und einen orangenen Top. Also ist der Jonas wirklich verschwunden? Wir wissen aktuell nicht, wo er ist. Kennen Sie Frau Fiedler auch? Ja. Dann könnten Sie da vielleicht auch mal natürlich zu ihr durchgehen. Kann ich die Streifen von mir? Ja. Bitte. Hier rein? Ich gebe das mal durch. Ja. Nach der Aussage des Schulfreundes werden die schlimmsten Befürchtungen Realität. Offenbar wurde der Achtjährige entführt. Für Moritz Breuer Grund genug, dem angeblichen Wahrsager ein wenig genauer auf den Zahn zu fühlen. Oh, guten Tag. Guten Tag. Ja, mundet das Wasser? Ich hätte gern einmal einen Ausweis bitte von Ihnen. Was haben Sie da? Ist das eine Brieftasche? Nein, das ist meine Kristallkugel. Damit kann ich Dinge erkennen und sehen. Und ich bin zu dieser Familie gegangen und habe ihnen gesagt, dass ich gegen ein kleines Entgelt von läppischen 2000 Euro ihnen sagen könnte, wo ihr Sohn sich aufhält. Aha. Okay, also läppisch ist an dieser Geschichte nicht das Entgelt, das sie verlangen oder auch, aber vielmehr ihr die ganze Aufmachung. Hören Sie, ich bin gerade fast aus allen Wolken gefallen. Ich sitze da drüben. Eine Mutter erzählt mir von ihrem vermissten Sohn. Der ist scheinbar auf dem letzten Stück des Heimweges, das alleine zurückliegt, ja irgendwie verlustig gegangen. So, und dann stehen Sie auf einmal vor der Haustür von Frau Fiedler. Und lassen Sie mich ganz kurz aussprechen. Dann, ich muss erstmal sicher gehen, ob ich das wirklich so verstanden habe, wie sich das zugetragen hat. Oder zugetragen haben soll. Dann stehen Sie vor der Haustür und sagen, dass Sie wissen, wo der kleine Junge ist. Ohne überhaupt registriert zu haben, dass er vermisst wurde oder sonst was. Das können Sie ja gar nicht mitbekommen haben, das geht ja gar nicht. Und dann wollen Sie die Information gegen Geld herausgeben. Sehen Sie, man nennt mich auch das weiße Auge. Und dank meiner Kristallkugel kann ich bestimmte Dinge erkennen und sehen und kann genau beobachten, wo sich Personen aufhalten. Was sagt Ihnen die Kugel, wo sollte nachts schlafen werden? Stellen Sie mir bitte nicht solche dummen Fragen. Ja, das meine ich jetzt echt ernst, weil ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl, dass Sie in irgendeiner Form da beteiligt sind. Nehmen Sie es nicht persönlich. Ich kann derartigen übernatürlichen Dingen oder abergläubischen Dingen nämlich nicht so viel abgewinnen. Tja, ich bewege mich lieber auf dem Boden ja, naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und den möchte ich auch ungern verlassen. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als man sich... Ja, da können wir jetzt auch philosophisch ausschweifen, wie auch immer, aber ich möchte wissen, ob Sie mir sagen oder wenn Sie es wissen, müssen wir sagen, wo der junge Mann ist. Ich kann doch mal meine Kristallkugel befragen, weil mittlerweile ist er vielleicht an einem ganz anderen Ort. Ja, dann machen Sie das doch mal bitte. Aber ich gebe Ihnen kein Entgelt. Dann brauche ich etwas Ruhe. In der Zwischenzeit folgen Martin Fuchs und Stefan Sindera einer ersten heißen Spur. Das Auto, in dem der Achtjährige vermutlich entführt wurde, wurde in Zollstock gesichtet. Doch kommen die Beamten etwa zu spät und dem Jungen wurde bereits etwas angetan? Ach hier, guck mal, hier haben wir schon eine Buddha-Statue. Sieht so ein bisschen nach Yoga aus, ne? Ja gut, aber das kommt hin. Das ist aber unser Kennzeichen, ne? Ja, das Ding ist nur, dass der Junge ja was mit 5-5 gesagt hat, ne? Das kommt ja mal gar nicht hin. Hm. Ist jetzt nichts zu sehen. Pass auf, ich mach mal eine Abfrage. Ja. Und dann sehen wir vielleicht weit. Aber das guck mal hier, das Auto, dieser Aufkleber da dran. Mach mal eine Abfrage. Ich mach eine Abfrage, ja. Nein, es tut mir leid. Ich kann Ihnen, glaube ich, jetzt im Moment nicht weiterhelfen. Vielleicht probieren wir es mal in anderen Zeit. Momentan kann ich nichts erkennen. Mhm. Vorwiese 31 sind Sie gemeldet? Wie bitte? Vorwiese 31 steht auf Ihrem Personalausweis als Anschrift. Ja, ja, sicherlich. Da sind Sie wohnhaft? Ja, mit meiner Frau Noah. Mit Ihrer Frau Noah? Gut, dann wird sie sich vielleicht gleich nicht freuen, wenn da irgendwelche Kollegen die Wohnung durchsuchen müssen. Ja, alles klar, habe ich mit. Danke. Stefan? Ja. Also, das Kennzeichen ist auf dieses Fahrzeug zugelassen. Das ist richtig, aber jetzt halte ich fest. Ha. Der Halter des Fahrzeugs ist der Zauberer von heute Morgen. Nee. Doch. Und der ist ja bei der Familie angekommen und hat gesagt, hier, meine großen hellseherischen Fähigkeiten, ich weiß, wo ihr Kind ist. Ja, klar, der hat hier zapzerab, hat er das Kind weggenommen. Ich vermute mal, der hat sich das Kind geschnappt und ist dann hingegangen, um eine schnelle Markt zu machen. Ja. Toller Zauberer. Ich habe hier auch so ein bisschen Keksreste gefunden. Das okay. Heißt, wenn ich ein Kind von der Straße mitnehme, ne, leichtgläubig, sag, du, komm mal hier mit rein, ich habe einen Keks oder irgendwas Schönes für dich und schwupps, hast das Kind da drin.
Bei Kindern setzt es bei mir aus, wirklich. Da kann ich mal gar nicht drauf. Ich hätte allerdings jetzt hier so eine Zauberklingel erwartet, ne, mit Geschrei und sonst was bei dem Typen. Ja, die komme ich mal langsam hier gerne haben. Guten Tag, gnädigste. Dürfen wir ganz kurz wissen, wer Sie sind? Nora Pfeiffer, warum? Haben die Nachbarn sich wieder beschwert wegen lauter Mucke? Nee, alles gut, gnädigste. Wir haben den Verdacht, dass hier ein kleiner Junge ist, ein Jonas. Ich kenne keinen Jonas. Das Fahrzeug gehört Ihnen? Ja. Das ist Ihres? Ja, das ist mein Auto. Okay, dann ist der Herr Hangebrauch ja auch hier. Nee, wer? Der Halter des Fahrzeugs, der Herr Hangebrauch. Nee. Der Wagen ist ja nicht auf Sie zugelassen, sondern auf einen Herrn Hangebrauch. Wenn Sie jetzt sagen, das ist Ihr Auto, das ist aber nicht Ihr Auto, dann stimmt hier was nicht. Ja, aber wie dem auch sei. Ab und zu, ja, ab und zu. Da ist ein Bekannter von mir, ja, mein Gott. Der schläft klar. Schon mal hier, aber ansonsten, mein Gott. Gut, wie dem auch sei, wir haben jetzt einen begründeten Verdacht, dass das Kind sich hier aufhalten könnte. Ich möchte Sie bitten, dass Sie uns einmal kurz in die Wohnung lassen, dass wir uns nur ganz kurz umschauen und dann ist auch alles wieder gut. Haben Sie ein Durchsuchungsprofil, weil hier ist kein Kind? Ja, aber wir haben den begründeten Verdacht. Das heißt, für uns ist jetzt Gefahr im Verzuge. Nee, aber da sind Sie bei mir falsch. Nee, das ist schon korrekt. Gefahr im Verzuge bedeutet, wir dürfen auch ohne richterliche Durchsuchung, dürfen wir jetzt hier rein nach dem Jungen. So, und das Ganze jetzt auch ohne Diskussion. Wir möchten ihn gerne reinmachen, ist es freiwillig oder nicht? Ja, bitte. Aha. Während die Beamten das Haus nach dem Jungen durchsuchen, erfährt die Mutter auf der Wache Köln-Mühlheim, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Hellseher und der Entführung gibt. Die 39-Jährige ist mittlerweile völlig krank vor Sorge um ihr Kind. Wir werden jetzt sofort mit ihm sprechen, das versuchen noch mal rauszukriegen, wo der Junge jetzt ist, weil jetzt kann, spätestens jetzt, kann er sich nicht mehr rausreden. Was er mit Jonas gemacht hat, ist bestimmt alles in Ordnung. Ja, ich denke, wenn der Verdächtige das glaube ich nicht. Sitzt, ich meine, was soll das? Ich fange noch nicht ein Kind ein. Ja, ich verstehe jetzt natürlich Ihre Sorge. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, so wie ich den Herrn jetzt einschätze, ich kann natürlich auch nur vor den Kopf gucken, wirkt auf mich eher wie ein Pazifist. Also ich glaube jetzt nicht, dass er dem Jonas... Das ist ein Betrüger. Ja, das natürlich auch, um Gottes Willen. Ein betrügerischer Pazifist, ja. Aber ich glaube nicht, dass er dem Jonas irgendwas angetan hat. Ich glaube, der wollte einfach nur eine Stelle machen. In der Zwischenzeit stellen Stefan Sindera und Martin Fuchs immer noch das Haus der mutmaßlichen Komplizin auf den Kopf. Bisher fehlt allerdings nach wie vor jede Spur des Achtjährigen. Okay, safe. Alles klar. Komm, ich hab gesagt, sollen wir wieder runtergehen, oder? Nee, noch nicht. Wir sind ja noch nicht fertig. Hallo? Jonas? Stefan? Ja? Bist du Jonas? Ja. Geht's dir gut? Ja. Junge, wir haben dich die ganze Zeit schon gesucht. Glaub nicht mein Wort, Junge. Das sind alles nur gefakte Leute hier. Passen Sie mal auf, Frau Pfeiffer. Wenn jetzt hier einer gefaked ist, dann sind Sie das gleich. Ich glaube, Ihnen geht's nicht so gut. Ja, klar. Hören Sie mal zu. Ich will mich ja vor dem Jungen nicht streiten. Aber wenn Sie uns hier für doof verkaspern wollen, dass Sie hier nichts von einem Kind wissen und auf einmal sitzt er hier mit Keksen und Milch, wollen Sie mich eigentlich verscheißern? Dem geht's doch gut. Dem geht's gut. Sie haben jetzt gleich eine Anzeige wegen Kindesentführung am Hals. Das ist kein Kavaliersdelikt. Sie gehen in den Bau. Und zwar für ganz, ganz lange Zeit. Also würde ich mir jetzt mal überlegen, was Sie uns zu sagen haben. Da können Sie mich groß angucken, können Sie auch doof finden. Ruhe jetzt. Ich habe noch gar nichts gesagt. Sie sind jetzt Beschuldigte in einem Strafverfahren. Alles, was Sie jetzt sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Das sollte Ihnen bewusst sein. Haben Sie das verstanden? Ja, habe ich verstanden. Aber Sie müssen sich nicht selber belasten. Auch wenn es dem Jungen gut geht, haben Sie aber dafür gesorgt, dass der Junge entführt wurde. Das heißt entführt, mein Gott. Ich habe den mitgenommen. Freiwillig ist er natürlich mitgegangen. Ja, natürlich ist er freiwillig mitgekommen. Ich habe ihm ein Auto versprochen und dann ist er eingestiegen. Wo ist das Problem? Hören Sie mal zu. Außerdem sehen Sie doch, ihm geht's super. Was Sie jetzt gerade zugegeben haben, das ist eine 1A-Kindesentführung. Ja. Und dafür gehen Sie ziemlich lange in den Bau. Das sollte Ihnen bewusst sein. Und nicht nur Sie, sondern auch Ihr Freund, der Herr Hannebrauck. Wir können hier wirklich von Glück sprechen, dass der kleine Jonas das so gar nicht mitbekommen hat, wie das da abgelaufen ist und was mit ihm geplant war. Am besten macht man mit seinen Kindern ein Codewort aus. Also das wäre jetzt eines der Möglichkeiten. Ein Codewort könnte zum Beispiel sein Zirkuszelt, Erbsensuppe oder sonst irgendwas. Dass das Kind weiß, sobald dieses Wort fällt, ist alles in Ordnung. Mama und Papa wissen Bescheid, ich kann mitfahren. Damit geht es für die Entführerin erst einmal Richtung Wache. Dort erfährt ihr Komplize, dass der Betrug aufgeflogen ist. Mit dem Rücken zur Wand rückt der falsche Wahrsager endlich mit der Wahrheit raus. Wir haben den Jungen entführt. Und unsere Tochter ist auch vor 12 Jahren gestorben. Und dann habe ich wohl ein bisschen viel getrunken in der Zeit. Und wir haben unsere Jobs verloren. Und dann haben wir in der Presse mal von einer Hellseher gehört, der so
einen Fall aufgeklärt hat. Und dann haben wir uns gesagt, wir probieren es vielleicht auch mal aus, ob wir mit dieser Masche das Geld verdienen können. Und Nora und ich sind dann übereingekommen, dass wir Kinder beobachten. Wir reisen mit unserem Wohnmobil viel durch die Gegend rum und mieten uns dann in verschiedenen Städten ein und beobachten Kinder auf dem Schulweg und versuchen rauszubekommen, wo die wohnen. Und nachher dann, wir behandeln sie aber immer sehr gut. Also wir, Nora ist eine sehr einfühlsame Frau und wir bringen das Kind dann in einen Raum und warten ab und ich gehe dann zu der Familie und frage gegen kleines Geld, ob ich ihnen vielleicht verraten sollte, wo ihre Kinder sind. Ich belehre Sie erstmal vorab. Sie sind jetzt natürlich Beschuldigter für uns im Strafverfahren. Sie müssen sich zu der Sache eigentlich nicht äußern. Wollen Sie bei Ihren Ausführungen so weit bleiben, dass ich die Akten kundig machen kann? Ich sage jetzt nichts mehr. Das Paar erwartet nach insgesamt 4 Kindesentführungen eine langjährige Haftstrafe.